Willis großer Traum ist es, einmal in der Bundesliga zu spielen. Wird er schaffen? Das finden wir heraus. Dafür startet er diese Karrieresimulation natürlich bei seinem aktuellen Verein Waldhof Mannheim. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Haaland, Messi, Benzema und Kylian Mbappé. Und gewonnen hat Kylian Mbappé. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, unter anderem mit Mbappé und Real und Man City Spielern. In der dritten Liga konnte Mannheim am Ende auf den zweiten Platz landen, das heißt Aufstieg in die zweite Liga. Im DFB-Pokal war man früh ausgeschieden in Runde 2 gegen Wolfsburg und am Ende hat Gladbach den DFB-Pokal gewonnen. Willi war in dieser Saison absolut gesetzt auf der rechten Verteidigerposition, dabei konnte er sogar ein Tor und eine Vorlage erzielen und er ist hoch auf eine 69. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen und bei den anderen mitzubestimmen. Und selbstverständlich nach dem Aufstieg in die zweite Liga bleibt Willi ein weiteres Jahr bei Waldhof Mannheim. Im Hintergrund sehen wir noch das Team, mit dem Mannheim in die zweite Ligasaison reinstartet. Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Salah, Mbappé, Haaland und Foden. Und am Ende konnte Haaland seinen ersten Ballon d'Or gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, unter anderem mit Haaland, neben vielen Manchester City und Liverpool Spielern. Mannheim konnte sein Ziel erreichen und zwar haben sie mit dem 12. Platz locker den Klassenerhalt geschafft. Im DFB-Pokal ist man leider wieder früh rausgeflogen in Runde 2 gegen Paderborn und am Ende hat Leipzig den Pokal gewonnen. In der Champions League gab es ein deutsches Finale und zwar Leverkusen gegen Bayern München und am Ende hieß der Sieger Bayer Leverkusen. Willi war auch in dieser Saison absolut gesetzt hinten auf der rechten Verteidigerposition, dabei sind ihm ein Tor und eine Torvorlage wieder gelungen und er ist hoch auf eine 74. Willis starken Leistungen in der zweiten Liga blieben auch nicht den Scouts von einem Champions-League-Club vorbehalten, deswegen geht's in die neue Saison mit diesem Team von RB Salzburg. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vlahovic, Diaz, Mbappé und Salah. Und gewonnen hat Kylian Mbappé. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, diesmal mit ein paar mehr Spielern aus verschiedenen Vereinen. In Willis erster Saison in der österreichischen Liga hat es Salzburg geschafft, den Meistertitel zu gewinnen. Und auch im Pokal war man erfolgreich, dort konnte man das Finale gewinnen. In einer schweren Gruppe in der Champions League ist man leider knapp ausgeschieden auf dem dritten Platz und am Ende hat Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Zwar hatte man sich noch für die Europa League qualifiziert, dort ist man aber dann gegen Feyenoord direkt rausgeflogen. Willi war absoluter Stammspieler hinten als rechter Verteidiger, hat dabei alle 43 Spiele absolviert und er ist hoch auf eine 79. Und selbstverständlich bleibt Willi auch in der vierten Saison bei Salzburg. Hier im Hintergrund sehen wir nochmal das Team, an dem sich aber nichts wirklich verändert hat. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Mbappé, Havertz, Haaland und Vinicius Junior. Und gewonnen hat Kylian Mbappé. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres. Und auch in dieser Saison konnte es Salzburg schaffen, den Meistertitel zu holen. Und auch im Pokal war man wieder erfolgreich. Diesmal konnte man gegen Rapid Wien das Finale gewinnen und sich den Pokal sichern. In der Champions League hatte es Salzburg geschafft, sich in der Gruppenphase durchzusetzen, obwohl man Paris Saint-Germain und Chelsea in der Gruppe hatte, dann war beim Achtelfinale, beim torreichen Achtelfinale gegen Manchester City Schluss und am Ende hat Juventus Turin die Champions League gewonnen. Willi konnte wieder eine starke Saison absolvieren, dabei sind ihm diesmal auch sogar 2 Tore und eine Torvorlage wieder gelungen und er ist hoch auf eine 84. Auch wenn Willi die Chance hatte, bei Salzburg Champions League zu spielen, wollte er wieder nach Deutschland zurück und da kam auch ein Angebot von Hertha BSC Berlin rein. Diese haben nämlich nach dem Wiederaufstieg in die erste Liga entschlossen, auf deutschsprachige Leistungsträger zu setzen, darunter zum Beispiel Adeyemi, Okafor, Dorshi, Tonoriga und natürlich auch Niklas Wilson-Sommer. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Mbappé, Havertz, Felix und Leao. Und ein weiteres Mal hat Kylian Mbappé gewonnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres mit vielen Spielern aus vielen Vereinen. Hertha BSC Berlin konnte direkt abliefern und zwar hieß es am Ende dritter Platz und das heißt Champions League nächste Saison. Im DFB-Pokal konnte man es bis ins Viertelfinale schaffen, dort war dann aber gegen Bayern München leider Schluss, die dann am Ende auch den DFB-Pokal gewinnen konnten. Die Champions League konnte währenddessen Barcelona gewinnen. Willi konnte eine starke Saison absolvieren, dabei sind ihm wieder 2 Tore und eine Torvorlage gelungen und er ist hoch auf eine 86. Und auch in der sechsten Saison bleibt Willi weiterhin bei Hertha BSC Berlin und hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, an dem sich aber nichts verändert hat. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Phil Foden und Erling Haaland. Und gewonnen hat Erling Haaland. Hier im Hintergrund sehen wir natürlich noch das Team des Jahres, unter anderem mit Erling Haaland. In der Bundesliga konnte Hertha wieder gut abschneiden und sich am Ende für die Champions League qualifizieren, da man auf dem vierten Platz gelandet ist. Im DFB-Pokal ist man leider früh in Runde 3 ausgeschieden gegen Frankfurt und am Ende konnte Hoffenheim dem DFB-Pokal gewinnen. In der Champions League ist man leider im Achtelfinale gegen Liverpool rausgeflogen, die dann am Ende gegen Dortmund den Champions League-Titel gewinnen konnten. Willi war auch in dieser Saison absoluter Stammspieler und konnte dabei sogar 3 Tore vorlegen. Er ist hoch auf eine 88 jetzt.
Und auch für die letzte Saison dieser Karrieresimulation bleibt Willi weiterhin bei Hertha BSC Berlin. Im Hintergrund sehen wir noch das Team von Hertha, was sich aber nicht geändert hat. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Phil Foden, Nunez, Mbappé und Haaland. Und gewonnen hat Erling Haaland. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, diesmal mit ein paar mehr Spielern aus verschiedenen Vereinen. In der Bundesliga konnte Hertha absolut überzeugen und am Ende konnte man mit einem Punkt Vorsprung vor Bayern München die Meisterschaft holen. Im DFB-Pokal war wieder in Runde 3 Schluss, diesmal gegen Hoffenheim, die am Ende auch den DFB-Pokal verteidigen konnten. In der Champions League ist man im Viertelfinale gegen Manchester City knapp ausgeschieden, die da auch am Ende die Champions League gewinnen konnten. Lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in Zukunft nicht mehr zu verpassen und schaut gerne bei den alten Karrieren rein.